Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar, es haben ein paar Leute wieder bei uns aus der Crew die Criminal Mastermind Challenge geschafft. Herzlichen Glückwunsch von mir an euch. Und da kam dann die Frage auf, ja, jetzt haben sie ja 12 Millionen zusätzlich bekommen und jetzt wissen sie nicht genau, was sie mit dem Geld machen sollen und wollen sie jetzt gerne ein paar neue Autos kaufen und haben jetzt einfach mal so in die Gruppe gestellt oder die Frage in die Gruppe gestellt, welches Auto denn in welcher Fahrzeugkategorie jeweils das schnellste ist, beziehungsweise ja, für Rennen am besten geeignet ist. Und bevor ich jetzt irgendwie ein paar Links einfach in die Gruppe reinschicke und sich jeder selber das raussuchen soll und jeder, der die Arbeit selber macht, habe ich mir gedacht, dann mache ich das für euch. Klar, also es ist ja nicht nur für die Leute aus der Crew, sondern auch alle anderen, die es interessiert, können sich das anschauen. Also ich bin jetzt, muss ich von vorne weg sagen, ich bin kein guter Rennfahrer. Also ich bin so, ja, so mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Weil da gibt es, also es gibt wesentlich bessere, aber ich bin jetzt auch nie der Letzte und beende auch die Rennen immer, wenn ich jetzt nicht gerade einen übertriebenen Unfall hatte oder so. Aber wie gesagt, da ich ja auch kein Michael Schumacher bin, weiß ich aber trotzdem genau, wo ich die Informationen finde, wenn ich Informationen brauche. Also da habe ich zwei YouTuber abonniert. Das ist einmal der G-Unit 123 und Brauti 1322. Die Links sind jeweils in der Videobeschreibung. Und die zwei nehme ich immer so als Referenz. Der G-Unit, der macht Videos immer zwei Autos gegeneinander, zum Beispiel Centorno versus Adam oder Sterling GT versus Coquette Classic. Also der tut immer zwei Autos miteinander vergleichen. Und dann könnt ihr euch entscheiden, was ist euch lieber. Ist euch das Handling lieber, die Beschleunigung, die Endgeschwindigkeit oder für Tuning-Treffs, mit welchem Auto kann man mehr tunen? Also auch das vergleicht er miteinander. Und der Brauti, der fährt einfach nur jedes Auto, ich glaube mit 150 oder 500 Runden und nimmt dort einfach die Bestzeit raus. Und dann macht er sein Ranking und sagt, alles klar, ich bin mit dem Auto jetzt 500 Runden gefahren, er hatte die Rundenzeit und das ist die zweitbeste Rundenzeit, die ich geschafft habe. Also ist dieses Auto das zweitbeste Auto in der Kategorie. Ja, also man muss halt auch ein bisschen mit Äpfel mit Birnen vergleichen. Der Brauti fährt perfekt, also er kann 500 Runden fahren ohne irgendwo zu rammen. Also das ist ein Profi-Rennfahrer. Also meiner Meinung nach ist es der beste YouTuber für Rennen oder der beste YouTuber, was Autos betrifft. Und dass der halt eine andere Rundenzeit hat und andere Werte hat, das ist, glaube ich, den meisten Leuten klar. Und deswegen schaue ich mir seine Videos übertrieben gern an, aber ich schaue mir zeitgleich auch die Videos von G-Unit 123 an. Einfach nur zum Vergleichen. Weil wenn einer super geil fährt oder so, mit dem LG, hat er zum Beispiel auch in der Sportwagenkategorie gesagt, der LG ist das beste Auto. Ich komme mit dem überhaupt nicht zurecht. Also wenn ich ein LG nehme, dann werde ich das Rennen nie beenden. Und von dem her habe ich dort jetzt ja mein eigenes Fahrzeug für mich selber herausgefunden. Das müsst auch ihr machen. Also ihr müsst halt, also wenn man die zwei YouTuber nimmt und sich die Videos anschaut, dann hat man zum Beispiel mal einen Richtwert. Und dann kann man ja schauen, zwischen den ersten drei, da liegt man immer richtig. Also beim Brauti 1, 2, 3 vom Ranking her, die drei Fahrzeuge man nimmt und vergleicht. Und mit den drei Fahrzeugen auf dem YouTube-Kanal von G-Unit geht und die Autos dann miteinander vergleicht, dann könnt ihr euch ja besser entscheiden, was für euch besser ist. Also mir ist das Handling und die Beschleunigung immer wichtiger als die Endgeschwindigkeit. Bei einem kurvenreichen Rennen ist einfach das Handling sehr wichtig und dann das Rausbeschleunigen aus der Kurve ist mir halt auch wichtiger als die Endgeschwindigkeit, weil da kommst oder ich sowieso nie oder fast nie hin. Ja, bevor ich jetzt euch noch weiter volllabere mit irgendeinem Schiss, wo tausende Menschen auf dieser Welt eh besser können, weil ich ja kein Rennfahrer bin in dem Sinn, fange ich jetzt einfach mal an, die Informationen, die ich über YouTube gesammelt habe von den anderen Leuten, ja, so ein bisschen zusammenzufassen und dann auch noch meine eigene Meinung hier mit einzubringen. Und dann könnt ihr halt immer noch entscheiden, was ihr macht. Also ich gehe einfach jede Fahrzeugkategorie von oben nach unten durch und sag euch, ja, oder gebe euch eine Kaufempfehlung, genau. Also nagelt mich nicht fest, wenn irgendwelche Informationen, die ich euch erzähle, nicht richtig sind, dann liegt es einfach daran, weil ich es vielleicht nicht besser weiß oder jemand anders irgendwas Neues herausgefunden hat. Also seid mir nicht böse, wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle. Ich hab's jetzt nicht vor, ich sag wirklich, ich erzähle euch alles nach meinem besten Wissen und Gewissen. So, 4 Minuten gelabert für nix. Also fangen wir an in der Kategorie Supersportwagen. Ich glaube, das interessiert die meisten und danach werden die meisten eh wieder abschalten, aber ist egal, ich erzähle einfach weiter, immer weiter. Weiter muss es gehen, ja Mann. So, jetzt sind wir in der Supersportklasse und da gibt es auch großartig keine Diskussion. Also früher war es auf jeden Fall der Edder, der war der schnellste und für Rennen am besten geeignete war auf jeden Fall der Entity, weil der einfach in der Kurven super ist. Danach kam der Centorno, der alte Homo und der war wirklich, keine Ahnung wie lange, jetzt ein Jahr, eineinhalb Jahre, eigentlich fast das schnellste Auto oder das schnellste Auto im ganzen Spiel. Außer auf gerade Strecken, da war es immer noch der Edder. Und dann kam nach
danach der Osiris als Centauro-Killer. Und jetzt ist ganz klar seit dem letzten Update der Brogan T20, das ist das schnellste Supersportfahrzeug, das GTA zu bieten hat. Da kommt kein anderer hinterher, da muss man nicht lange diskutieren, da sind sich auch alle YouTuber und alle, die es wahrscheinlich im freien Modus am Flughafen mal getestet haben, sind sich da einig. Ja, für 2,2 Millionen gibt es den, glaube ich, gerade zu kaufen. Ein super Schnäppchen mit einem super geilen Spoiler, der auch wirklich was bringt. Und ja, dazu gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Brogan T20, beste Fahrzeug. Jetzt sind wir in der Kategorie Sportwagen und dort hat der G-Unit und der Browdy jeweils die besten Rundenzeiten mit dem LG geschafft. Also ich glaube, das ist den meisten gar nicht bekannt, weil das Auto einfach gratis ist und aus dem Grund ist für die meisten auch uninteressant, das Auto, weil es ja nichts kostet. Aber das ist das schnellste oder das beste Fahrzeug für Rennen. Allerdings, man muss, glaube ich, auch richtig gut fahren. Also ich komme mit dem Auto überhaupt nicht zurecht. Wenn ich dieses Auto nehme, dann verkacke ich komplettes Rennen. Und ich glaube wirklich, wenn man es richtig gut kann, ist der LG wirklich die beste Alternative oder das beste Fahrzeug. Nur für Leute, die vielleicht nicht ganz so gut fahren, die einfach ja ab und zu mal so ein Gelegenheitsrennen machen und trotzdem aber vorne dabei sein wollen, für die würde ich den Dinker Chester mit der Race-Version empfehlen. Das ist wirklich das zweitbeste Fahrzeug in der Kategorie Sportwagen. Also jetzt nicht den, wo ihr jetzt seht, das ist die normale Version, sondern die Racer-Version, die habe ich jetzt nicht, die habe ich neulich verkauft und habe mich für einen Massacro Racer entschieden, weil ich mit dem Massacro irgendwie besser zurechtkomme und mir der optisch auch besser gefällt. Und deswegen habe ich mich hier für den Massacro entschieden. Aber meine Empfehlung geht trotzdem ganz klar an den Chester raus. Es ist meiner Meinung nach für Leute, die nicht so oft fahren, die beste Alternative oder ja, das beste Fahrzeug in der Kategorie Sportwagen. Wir sind jetzt in der Kategorie Klassiker angelangt und dort war eigentlich immer das schnellste Fahrzeug der Enverto Coquette Classic. Der wurde jetzt aber ersetzt durch den Lambatti Casco und durch den Benefactor Sterling GT. Der Vorteil vom Casco ist auf jeden Fall die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit. Dort kommt ihm eigentlich kein anderer Wagen hinterher. Aber vom Handling her ist der Benefactor Sterling GT der beste. Browdy schafft die besten Rundenzeiten mit dem Sterling GT. Hingegen sagt aber G-Unit, dass der Lambatti Casco das bessere Fahrzeug ist. Es ist jetzt auf jeden Fall schwierig zu sagen, welches Fahrzeug das beste Fahrzeug ist, weil zwei YouTuber aufeinandertreffen, die eine andere Meinung haben. Ich würde vorschlagen, ihr bildet eure eigene Meinung oder entscheidet, was euch wichtiger ist. Ist euch das Handling wichtiger, dann kauft den Sterling GT. Ist euch die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit wichtiger, dann kauft ihr euch den Lambatti Casco. Ich habe mich für den Sterling GT entschieden, weil es einfach für mich das schönere Auto ist, mit dem ich auch besser klarkomme. In der Kategorie Muscle Car, da gibt es wirklich einen Führenden, wo sie sich alle einig sind, und das ist der Vapid Dominator. Der hat so eine krasse Endgeschwindigkeit, dass er wirklich seine schlechte Beschleunigung und sein eher mittelmäßiges Handling wirklich in den Schatten stellt. Vom Handling her ist der Blade und dieser neue Black Finn wesentlich besser. Black Finn ist übrigens auf Platz 3 und auf Platz 2 ist der Duke, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkomme. Da nehme ich dann doch lieber den Blade, mit dem ich wesentlich besser fahre. Aber in der Kategorie ist wirklich ganz dominant Dominator. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Ja, der ist absolut konkurrenzlos. Also in der Kategorie Coupé, da kommt für mich nur ein Fahrzeug in Frage und das ist Exemplar. Und auch meine Kaufempfehlung geht ganz klar an euch. Kauft euch den Exemplar. Browdy ist der andere Meinung und ich denke, seine Meinung ist auf jeden Fall wichtiger und von höherer Priorität als meine kleine Meinung. Und er sagt, der Übermacht Zion ist auf Platz 1, danach kommt der Fallon und auf Platz 3 kommt erst der Exemplar bei ihm. Wie ihr euch entscheidet, ob ihr meine Meinung nimmt oder seine Meinung, liegt an euch. Ich kann nur sagen, dass ich mit dem Exemplar wirklich die besten Rundenzeiten habe und wenn ich mal ein Rennen gewinne, dann in der Fahrzeugklasse Coupé, aus dem Grund, weil ich im Exemplar fahre. Ich komme mit dem super zurecht, es ist genau das Auto, ja, was ich für Rennen brauche. Aber, wie gesagt, es ist nur eine Kaufempfehlung. Wenn ihr auf Browdy hört, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, dann kauft euch den Übermacht Zion. In der Kategorie SUV, da ist es ganz klar, da sind sich alle YouTuber einig, da bin auch ich mir einig mit mir selber und da kommt nur der Enos Huntley S in Frage. Und da brauchen wir jetzt gar nicht mehr lang diskutieren, das ist einfach Fakt. Es ist das beste Fahrzeug in der Kategorie SUV. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. In der Kategorie Limousine ist es ähnlich wie bei SUV. Da ist das führende Auto der Schäfter. Da sind sich die YouTuber einig, da bin ich mir selber einig mit mir. Und
Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Chef da auf Platz 1, Platz 2 interessiert keinen. Und in der Kompaktklasse, da ist auf jeden Fall der Rhapsody das schnellste Fahrzeug. Da bin ich mir einig, da sind sich die anderen YouTuber einig. Dazu brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Da kommt auch kein anderes Auto hinterher. Der Panther ist zwar auf Platz 2, aber der hat so ein schlechtes Handling und so eine schlechte Traktion, dass der Rhapsody wirklich in jeder Kategorie schneller ist als alle anderen Fahrzeuge in seiner Klasse. Und um Zeit zu sparen, gehen wir gleich rüber in die nächste Kategorie, Geländewagen. Und in der Kategorie Geländewagen ist und bleibt immer noch der einsame Sieger die Sanchez. Weil die einfach so eine krasse Beschleunigung hat, wo wirklich kein anderes Auto hinterherkommt. Das Handling ist dermaßen brutal, dass sie wirklich allein an der Spitze ist. Allerdings ganz so, ja, überpowered ist die Sanchez inzwischen auch nicht mehr, weil der Coil Brawler kam ins Spiel und wir haben jetzt neulich mal ein Rennen gespielt, ja, wo eigentlich relativ viele Kurven am Anfang sind und am Ende dann ja eine lange Gerade kommt. Und in den Kurven war ich ganz klar führend, war also wirklich mit großem Abstand vor dem Coil Brawler. Doch am Ende vom Rennen war eigentlich ein langes oder ein langes Stück einfach nur geradeaus. Und da kam mir aber der Coil Brawler sehr, sehr, sehr schnell entgegen. Also, wenn das Rennen jetzt noch 200, 300 oder 400 Meter länger gewesen wäre, dann hätte ich ganz schön alt ausgesehen und hätte wahrscheinlich das Rennen nur als Zweiter beendet. Also, wenn ihr euch den Coil Brawler bestellt oder kauft für Geländerennen, ist es absolut eine gute Entscheidung. Nur wenn ihr dauerhaft gewinnen wollt oder bessere Chancen haben wollt, dann kommt der Sanchez einfach nicht vorbei. Es ist und bleibt trotzdem immerhin noch das beste Geländefahrzeug. Und in der letzten Kategorie Motorräder, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Die einen, die schwören auf die Bati, so wie ich halt auch. Und die anderen behaupten, dass die Akuma die beste Maschine ist. Was für euch am besten ist, das müsst ihr einfach mal ein bisschen probieren. Ihr könnt ja einfach mal ein Rennen fahren, ohne getunte Fahrzeuge. Einfach mal zu Bati und zu Akuma wechseln. Und dann seht ihr schon, was für euch besser ist. Also, ich bin früher auch immer Akuma gefahren. Und habe aber dann irgendwann mal zur Bati gewechselt. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist die Bati einfach, ja, das schnellste Motorrad. Das war es eigentlich schon auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht zu trocken, obwohl ich es schon relativ trocken rübergebracht habe. Weil, ja, war halt so heute, ne? Ich war heute nicht so in Stimmung, da ein gute Laune-Video zu machen. Das wird beim nächsten auf jeden Fall wieder anders aussehen, weil ich wollte das heute unbedingt fertig haben. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch geholfen und ich hoffe, ihr werdet jetzt in Zukunft ja viele, viele Rennen gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns beim nächsten Video wieder voll motiviert und in guter Laune. Also Jungs, macht's gut, ciao, haut rein.